Freiheit bedeutet für mich, an jeder Stelle Sport machen zu können, wo man gerade ist und wie man gerade ist. Man braucht keine Geräte, man braucht kein Fitnessstudio, man braucht keine teuren Klamotten dazu, sondern man ist da und man kann für sich trainieren. Méthode Naturelle ist eine Methode des Trainings, die natürliche Bewegungsabläufe trainiert, nach dem Motto, sei stark, um nützlich zu sein. Warum sollte man guter Läufer sein, wenn man nicht springen oder tragen kann? Warum sollte ich laufen? Ich soll doch laufen lernen, weil ich ans Ziel ankommen sein soll in der Notsituation und Hilfe holen. Oder ich soll fähig sein, Menschen aus der Gefahr rauszutragen und eben nützlich sein durch mein Training. Bei Méthode Naturelle kombiniert man verschiedene Trainingsfamilien. Das wären dann Werfen, Springen, Rennen, Selbstverteidigung, Klettern und so weiter. Und man kombiniert schon innerhalb einer Übung mehrere Familien. Zum Beispiel mache ich im Training Balancieren mit Tragen oder Balancieren mit Klettern und so weiter. Bei Méthode Naturelle ist ganz wichtig die mentale Kraft, also alleine schon die Disziplin, bei jedem Wetter rauszugehen. Das ist schon das mentale Training. Auch ganz viele Übungen in der Gruppe lernen jetzt Teamwork oder Verantwortung. Aber auch wenn man für sich alleine trainiert, lernt man jetzt sich einschätzen, eben mutig sein und aber auch sich zurückhalten. Dieses ganze mentale Paket ist mit dabei.